Jo, moin und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play unserem ja, Polizeisimulator. Wir sind wieder am Start und dürfen heute weitermachen. Wir haben jetzt, wie viele Sterne? 5 von 10. Naja, wir müssen 10 freischalten, um weiterzumachen. Wir gehen heute mal von Landing, wir letzte Folge nach North Point, würde ich sagen. Wir gehen generell auf 20 Minuten. Das, was ich jetzt ja schon in der letzten Folge angekündigt habe, wollte dann. So. Gut. Ich wollte gerade sagen, es sieht immer so aus, als fertig, wenn das nur die Sicht ist, dass das gerade im Büro regnet. Wir haben jetzt wieder Aufgabe zu tun. Radar. Eigentlich offiziell Radarpistole, aber wir werden wahrscheinlich das eine oder andere. Machen. Mal gucken, was wir heute machen. Officer, wir haben in letzter Zeit Beschwerden über Raser erhalten. Könnten Sie sich die zur Brust nehmen? Ich kann das übernehmen. So, steht jetzt irgendwie fest. Ah, das wird jetzt es ploppt natürlich jetzt auch, wenn wir die Raser, wenn wir die Radarpistole nehmen. Oder sind hier 35 erlaubt? Aber wie gesagt, wir werden wahrscheinlich zwischendurch mal was bekommen. Also der Unfall letzte Folge, der war heftig. Es waren 4 Fahrzeuge. Deswegen hat das ein bisschen was länger gedauert. Deswegen habe ich mir doch gesagt, komm, scheiß auf, wir stellen mal ein bisschen die Schicht hoch. Mal gucken, wie viele Sterne wir heute kriegen. Oder wie viel wir fertig machen. Insgesamt brauchen wir 10. Hm. Heute ist übrigens Montag. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Hier, bitte, Officer. Warte. Warte mal, hast du mir wirklich gemacht? Nee, du, hallo. Du hast nur gegrüßt, ne? Dienstag, okay. Gefühl packst du aber hier scheiße. Tozone. Also Tozone ist wahrscheinlich eine Ladezone. Du stehst so scheiße, du musst hier abgeschleppt. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Welche Person? Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern Stopp. Uns innerhalb von 24 Stunden drum. Das gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa 25 Dollar. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Bin unterwegs. So, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell zu einem Notfall. Und deswegen machen wir das als nächstes. Wir werden hinterher jetzt bestraft. Wir haben einen schweren Unfall. Den haben wir gerade reingekriegt. Machen wir uns jetzt unterwegs auf nach Historic Downtown. Wir müssen kurz zu Fuß laufen. Das sind ungefähr ein halber Kilometer, weil wir das Auto natürlich nicht dabei haben. Wir haben hier, glaube ich, auch gar kein Auto, weil wir unterwegs auf einer Fußstreife sind und nicht einer Fahrzeugstreife. Ich muss gerade gucken, wo wir überhaupt lang müssen. Ja, ist mir gerade egal. Wir müssen. Alter. Wir haben dort ist der Unfall. Okay. Gut, dann machen wir es nochmal hin. Nein, wir müssen nur kurz den Weg. Schön, Sie wiederzusehen, Officer. Ja, ich schön. Das ist das Fahrzeug. Das Fahrzeug interessiert mich gerade nicht. Wir müssen jetzt ganz, ganz schnell zu dem Unfall. Was war denn aber lang? Kommen wir nicht hier. Hier kommen wir nicht durch. Ernsthaft? Wir kommen hier nicht durch? Willst du mich flachsen? Ich will da durch! Ernsthaft? Ich darf da nicht durchrennen?
muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen hier gerade, dass mal die Zeit nicht abläuft. Also ich renne hier durch die halbe Innenstadt, weißt du? Ich muss jetzt ein bisschen beeilen, es wird wahrscheinlich am Ende der Straße sein. Meter, wenn ich also da durchgekommen wäre, wäre ich wahrscheinlich schneller da. Wahrscheinlich ist das hier, weil ich die Stelle erreichen muss. Das Rennen zu Fuß ist jetzt mal scheiße. Da vorne ist das. Ist mir gerade herzlich egal. So, moin. Ist mir gerade wirklich wurscht. Ich bin am Unfallort eingetroffen. Wunderbar, wir sind gerade angetroffen. Sehr schön. Moin. Warte mal, was will ich jetzt machen? Achso, Unfallzeugen befragen natürlich. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich war ganz in Gedanken versunken und habe vergessen zu blinken. Also du bist der Unfallverursacher. Es tut mir leid. Ich möchte Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Ja, Officer. Bitteschön. So, was haben wir denn hier? 7.7.23 ist noch okay, aber die Versicherung 4.12.22, die läuft gerade so ein paar Tage. Du scheinst nervös zu sein. Machen wir mal einen Test wegen Alkohol. In Ordnung. Ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Würde Frage besoffen? Ja, aber was für eine Sache. Was für ein Suft? Damit bist du auf jeden Fall schon mal fertig. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Alkohol oder Drogen? Frage? Zeichen? Amphetamin hat er genommen. Damit ist er klar. Handschuhe anlegen, Betäubungsmittel. Ja. Sie sind unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren und sind daher festgenommen. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Nein, bitte nicht, Officer. Doch. Du wirst doch mal durchsuchen. Schnell auf durchsuchen. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ich werde Sie durchsuchen. Springen Sie. Du hast Waffen dabei. Du hast Waffen dabei. Fahrer. Per abgelaufen ist egal. So, kriegst auf jeden Fall erstmal, Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Ist das Ihr Ernst, Officer? Dieser Bericht ist nutzlos. Achso, weil ich noch nicht so viel habe. Egal, wird trotzdem festgenommen. Ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Du kriegst doch auf jeden Fall dazu. Und damit ist klar, dass wir erstmal den Fotoapparat rausholen, um diesen Unfall zu dokumentieren. Das wollen wir dann weiter mit der zweiten Person. Weil die Person da vorne ist besoffen gefahren. So. Interagieren. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Klar, wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. So, jetzt erstmal du bitte. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich stehe unter Schock. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich möchte gerne Ihren Personalausweis und Ihre Versicherung sehen, bitte. Natürlich, Officer, bitteschön. Okay.
Beides noch gültig. Machen wir mal einen Alkoholtest. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Nein. Bitte lassen Sie mich bitte zeigen, weil die Zeit ein bisschen hochgestellt haben. Ob Sie unter dem Einfluss von Drogen stehen. Beides nicht. Ich gehe weder Alkohol noch Drogen. Aber wir werden dich noch schnell durchsuchen. Ich muss Sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Du hast ein Taschenmesser dabei. Was eigentlich ja nicht verboten ist, aber bei dem anderen Typen das Springmesser war verboten. So, du hast gar nichts. Ergo wird jetzt das Fahrzeug durchsucht. Eine Handfeuerwaffe! Ja. Warte mal, hast du einen Waffenschein dabei? Der andere muss es ja. Warte mal, hast du einen Waffenschein? Das ist die große Frage. Weil wenn, ja, wir die jetzt, sehr, wenn wir die jetzt einfach wegen dem Waffen, wegen der Waffe, müssen wir gucken, ob die Waffe dürft, also mit Waffen mit dem Dorf. Nein, hast du nicht. Damit ist raus. Sie hat eigentlich nichts zu verbergen, aber sie hat tatsächlich. Sie sind wegen Mitführens einer Waffe ohne gültigen Waffenschein festgenommen. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte tun Sie das nicht. Eigentlich hast du nichts zu verbergen gehabt, aber das Thema ist gegessen. Ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen. Verstanden, ich schicke die nächstgelegene Einheit an Ihren Standort. So, Auto definitiv erstmal. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. So, Tim. Hi. Hallo. So, jetzt kommt noch ein Abschleppwagen hinterher. Der wird jetzt sich dem anderen Auto noch annehmen. Dann nehme ich das jetzt. So, fahren wir weiter da. Bisschen mehr Platz machen jetzt für den Polizeiwagen, ja? Damit er die zweite einbucht. Wie gesagt, die Frau hat eigentlich nichts gemacht, aber sie hat die Waffe dabei. So, dann haben wir das auch. Sitzt sie schon drin eigentlich? Nee, ne? Die hält gerade so ein bisschen den kompletten Verkehr auf. Wieder zum nächsten. Ne, warte mal, du kannst auch noch mal. Warte. Du bist ein bisschen. Du bist irgendwie noch zu lau, warte mal. Megakeller ausrüsten. Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand! So, kann ich hier leider nicht kontrollieren, da steht es eigentlich schon richtig. Ja, wenn die Polizei uns sich da jetzt mal kurz. Sollen wir weiterfahren da? So. Gut. Unfallstelle wäre dann soweit. Da ist doch was. Wenn die nicht gerade den ganzen Verkehr da aufhalten würde, könnte der Abschleppwagen schon weg. Und man könnte die Unfallstelle räumen. Das wäre natürlich total toll. Aber dadurch, dass die ein bisschen im Wege steht, darf ich da nicht weitermachen. Aber wir haben die Aufgabe zumindest mal soweit gelöst. Hallo.
gut, dann machen wir. Ne, wir haben noch nicht. Wir haben jetzt Zeit noch, ne? Können wir noch ein bisschen kontrollieren. Das ist langweilig, sie sind alle nicht abgelaufen. 23. Ja, Penny hat mit Mindern aus. Ist der dafür parken, theoretisch? Und der auch. Okay. Ist ja Binnenparkplatz. Oder für beide. Sagen wir mal so, nicht für ein böses Wort. Manchmal so ein bisschen für körperlich beeinträchtigte Personen. Damit war es ein bisschen politisch korrekt. Damit. So, die Frage ist, kann ich hier runter eigentlich? Nee, ne? Nee. Das haben wir ja schon mal geguckt, dass wir, ob wir das dürfen können. Parken, Parko abgelaufen. Nehmen wir mit. So, Freitag von 12. Also, wir haben ja nicht Freitag, sondern Montag. Jetzt gucken wir, ob die Zeit abgelaufen. Okay, neue Sehenswürdigkeit. Du stehst mitten in einer Bushaltestelle. Aha! So. Der wird auf jeden Fall erstmal besondere Haltezone, Rettungsverbindung, was muss man hier besonders schön. Ganz, ganz böse für mich als Busfahrer ist das immer ganz, ganz böse. Abschleppwagen rufen. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? So. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. So, Position mit Ausrichtung entgegen der Fahrtrichtung. Der muss natürlich weg, weil der Bus ja da durch muss. Also geht dieser Lieferwagen schon mal definitiv am Hof. So. Bye, bye. So, abgeschleppt, erledigt. Was? Wer hier? Hallo, Officer. Da, du. Du hast mich doch gerade gegrüßt, aber du hast gerade. Kann ich dich zurückgrüßen oder bist du das nicht? Nee, ah, ist egal. Schade. Hast du gegrüßt gerade? Ja, ne? Hallo. Grüß dich. Hallo. Ich will dich grüßen. So. Na gut, dann machen wir. Gehen wir zurück zur Wache, wa? Damit wir heute mal pünktlich Feierabend machen, weil die Schicht ist mittlerweile zu Ende. Nee, warte mal, wir müssen da durch die Gasse durch, wahrscheinlich, glaube ich, wo wir gerade hergekommen sind. Da sind wir ja gerade durch. Dann sind wir, glaube ich, wieder richtig. Na, doch, wir sind ja von da sind wir ja gekommen, genau. Ich stand das Auto ja an der Bushaltestelle, das heißt, die Polizeiwache müsste jetzt. Alter. Bis jetzt gleich hier irgendwo sein. Hallo, Officer. Ich brauche bitte Ihre Hilfe. Was möchtest du denn für mich? Wo möchtest du denn hin? Warte mal. Wegweise. Entschuldigung, Officer. Ich versuche, das Pasta Vignetto zu finden. Können Sie mir den Weg zeigen? Okay, lassen Sie mich die Karte sehen. Was hat er gesagt? Was wollte ich haben? Casa.
Ne, Pasta Vignetto. Ah, da habe ich wohl noch ein Stück Weg vor mir. Danke für die Hilfe. Jo. So, das war... Die Schicht ist um, Officer. Das war dann das Letzte, was wir heute machen wollten. Wir haben nämlich eine junge Dame. Das hatte ich auch noch nicht bisher, dass ich das einmal am Weg gefragt hat, aber... Kommt auch mal vor. So, dann machen wir jetzt Feierabend. Würde ich sagen. Und heute mal pünktlich. In der letzten Folge haben wir es ja nicht so pünktlich geschafft. Kann ich jetzt hin? Ne, kann ich nicht. Hä? Das ist ja mein... Hier ist mein Platz. So, gut. Halsbund im Minus 25, was habe ich denn gemacht? Gar nichts? Alles. Okay. Anforderung eines Gefangenentransport unrechtmäßig, ja, Fahrzeugkontrolle, ich hatte erlege. Okay. Ich habe unrechtmäßig Augen von Handschellen. Warum? Ich hab gesagt. Warum auch immer. Mir egal. Wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und da geht's weiter.